Wieder für nix. Einfach mal rüberlaufen. Ja, ja. Ich meine, so viel Schaden hat es ja nicht gemacht, ne? Ich meine, diese Idee mit diesen Whirlpools ist ja ganz nett. Aber gefühlt hat die bisher, bis auf in der einen Quest, in der wir die hatten, keinen wirklichen Sinn gehabt. Weil ich tauche da unter, komme einfach in einem anderen Punkt raus, wo auch nichts ist außer die Truhe. Man hätte auch genauso gut einfach die Truhe in diese Höhle stellen können. Also diese, ganz ehrlich, diese Höhlen, muss ich echt gestehen, finde ich konzepttechnisch nicht besonders gut gelungen. Also diese Höhlen könnten einfach viel mehr sein. Diese Höhlen könnten eigentlich diese Merlin-Aufgaben sein. Weil diese Merlin-Aufgaben, die fühlen sich immer auf der anderen Seite auch so sinnlos an, weil die dir auch gar nichts bringen, außer deine Inventarerweiterung. So, also ich finde, man hätte das einfach kombinieren können, so ein bisschen Zelda-Schrein-mäßig. Man hätte man wieder sagen können, oh ja, dann ist es so Zelda-inspiriert, aber ich finde es irgendwie komisch, dass man hier teilweise so Orte hat, die einfach nur des Ortes willen existieren und nicht wirklich was zum Spiel beitragen. Das ist so etwas komisch. Nutze Rowans Karte, um seiner Spur zu folgen. Ach ja, das geht. Da muss ich wirklich die Karte benutzen. Oh. Das hätte ich nicht gedacht. Wo finde ich das denn? Hier? Tagebuch. Wo ist denn die Karte? Da drinnen, oder wie? Nee. Hä? Ich denke, er hat die Karte eingesammelt. Ach, hier sind die Karten. Die hier, ne? Das ist das Lager. Und dann muss ich an so am Fluss entlang vom Lager aus bis hin zu einer Ruine, an so Felsenformationen vorbei. Okay, also ich gehe nochmal ganz kurz zum Lager zurück. Wir haben übrigens 5 von 9 Demigeist-Monden, habe ich gerade gesehen. Aber hier ist überhaupt kein Fluss. Ach doch, der Fluss ist hier unten, oder? Nee. Wo ist denn hier ein Fluss? Ich sehe hier keinen Fluss. Ich meine, hier ist ein See, ja, aber das ist kein Fluss. Da ist der Fluss. Ah, okay. Also hier entlang. Eigentlich hat die meiste Zeit den Fluss entlang, wenn ich das, wenn ich die Karte richtig deute. Dann müsste irgendwann eine Ruine auftauchen. Ist da die Ruine? Nee. Vielleicht sollte ich mich mal bei Feldcroft nach Beute umschauen. Hm. Ich glaube, ich muss nochmal auf diese Karte gucken. Da. Ich glaube, ich bin schon viel zu weit geflogen. Habe ich jetzt gerade so die Vermutung. Noch einmal den Rücken so zu und bald findest du hinter dir nichts als irgendwelche Wilderer. Ich glaube, der Fluss ist eher irreführend. Vielleicht sollte ich nicht annehmen.
Ne, der Fluss endet ja da, wo ich hergekommen bin. Ist das hier vielleicht eine der Ruinen? Das finde ich ja cool, muss ich zugeben. Dass sie tatsächlich hier dir keinen Questmarker geben. Gäbe auch andere Spiele, die dir einfach sagen würden, ja, wir leiten dich trotzdem dahin. Dass du hier tatsächlich wirklich auch dir das erarbeiten musst, finde ich gut. Welche Karte meinst du? Diese Karte meine ich. Ich müsste eigentlich mal nach diesem ersten Point of Interest gucken. Diesen komischen Fels, der so eine geknickte Formation ist. Sieht ein bisschen aus wie der widersprechende Hut, der Fels. Das ist ein bisschen nervig, dass ich jedes Mal dafür ins Inventar muss. Aber das ist jetzt so. Ich mach die Jungs mal hier weg, die nerven. Lumos. Nee. Die stehen da so schön gegruppt. Und tschüss. Drei mit ein... Was war mit dem Wolf los? Drei mit einem Streich. Schön. Da ist der Fels. Guckt mal. Das ist der Fels, der aussieht wie der sprechende Hut. Aus dem Winkel halt nicht. Aber da... Ach so, der Fluss macht hier noch einen Schlenker. Ihr hattet recht mit andere Richtung. Eine Felsformation. Das ist das erste Symbol auf der Karte. Ja. Weiter zum krummen Baum. Da ist der krumme Baum. Ein krummer Baum, wie auf der Karte. Der baufällige Turm sollte dann auch nicht weit sein. Baufälliger Turm. Da. Ich mach das bestimmt nicht für immer. Eines Tages werde ich meine eigene Organisation haben. Mit Leuten, die dann für mich arbeiten. Hier ist ganz schön was los. Junge, hier ist ganz schön richtig was los. Hier drüben sind auch noch so viele. Junge. Das schreit nach einem Massaker. Die Ruinen von Coro. Was haben wir denn hier? Wirf einem Troll die Keule ins Gesicht. Okay, kommt ein Troll. Nicht der beste Ort, so ganz ohne Begleitung. Ach, Quatsch. Ich so Mimimi. Ich komme nicht vorbei. Ah! Schön. War doch gerade nicht besonders klug, zurückzukommen. Nie zurückzukommen. Ich war doch gerade noch... Ich bin noch frisch hier. Du machst es mir zu einfach. Okay. Ich kam hier nicht durch. Ich frage mich, ob das die Stelle ist, die ich rein muss. Vielleicht habe ich weiter oben in der Burg mehr Glück. Aber wenn er schon die ganze Zeit auch so spricht, dann ist hier safe das, der Spot, an den ich muss. Explosiv 2, auch nice. Ich sehe überhaupt nichts. Es ist einfach weiß. Da steht er. Okay. Bei euch sieht es besser aus, sehe ich gerade. Bei euch ist es ein bisschen dunkler. Mein Bildschirm ist ein bisschen heller. Revelio.
der jetzt weg? Da ist er. Ach, da sind zwei. Eine Leiter. Die brauche ich. Ja. Ich will aber erstmal die zwei da ausschalten. Mal gucken, ob ich da irgendwie rankomme. Manchmal besteht ein Pithecus Totalus. Nice, okay. Boah, dass Pithecus Totalus mehrere Ziele treffen kann, ist so, so unfassbar gut. Hier sollte ich mich lieber nicht erwischen lassen. War nicht mein Plan, sag ich mal so. Wird wahrscheinlich wieder einen Moment geben, wo ich trotzdem überrannt werde. Aber so viele Gegner erstmal unsichtbar beseitigen, wie ich kann. Besiege Kobolde als Achievement. Nice. Nicht als Achievement, sondern als neue abgeschlossene Herausforderung. Was war denn mit ihm? Wo bist du hin? 100 Kobolde als nächstes. Ach du liebe Zeit. Klau den Armbrustbolzen eines Waldläufers der Anhänger. Verlangsame einen Attentäter der Anhänger. Gut, verlangsame ist dieses Mal. Wie soll ich Armbrustbolzen klauen? Das habe ich auch noch nicht probiert. So. Revelio. Da hinten ist der Troll. Hinter der Mauer. Okay. Wir holen uns zurück, was uns gehört. Ah, da oben. Was war da? Verdammt. Okay, er hat mich gesehen, aber er kommt nicht an mich ran. Hey. Dumm gelaufen, wa? Die Musik ist voll bedrohlich. Das ist der Ort auf der Karte. Ich sollte jetzt gut aufpassen. Dieses Schloss verbirgt allerhand Geheimnisse. Ein, da ist. Oh. Hauptsache, ich werde nicht aufgeweckt. Das ist erstmal wichtig. So lange stealthen wie möglich. Revelio. Das ist der... Was sagte er? Das ist der Punkt auf der Karte? Da, guckt mal. Warum ist diese Kiste da oben? Da gibt es auch safe einen Grund für. Hole ich erstmal runter. Irgendwo werde ich die bestimmt brauchen. Revelio. Das ist auch ein Dungeon. Okay. Dann sehe ich mich hier draußen erst nochmal um. Komme ich da irgendwie hoch? Ich sollte vorsichtig sein. Ich bin ganz allein. Ich weiß. Ach, hierfür brauche ich die Kiste. Na klar. Das ergibt Sinn. Was? Wie? Wo? Wer? Wer wird über die Welt der Zauberei herrschen? Ich. Ja, das stimmt. Okay, bester Zeitpunkt. Er läuft nämlich gerade nach dort. Perfekt. Tschüss, mein Freund. Es war schön mit dir. Okay, das Ornament sieht interessant aus. Das ist irgendeine Gestalt, die so dämonenartige Fratzen um sich rum hat.
Ich frage mich, ob diese ganzen Sachen wirklich Bedeutung haben oder ob das einfach nur irgendwelche Assets sind, die gekauft wurden. Was hier wohl passiert ist? Okay, hier sind zwei. Da komme ich, glaube ich, nicht ran. Das ist das Problem. Oh, doch. Nice. Gleich noch ein Dreier. Ich glaube, diese Rang-3-Dinger sind mit den besten... Achso, das war die Kiste. Ich dachte, das waren zwei Kisten übereinander. Ich glaube, besser als Rang 3 geht, glaube ich, nicht. Revelio. Ruhe im Karton. So, und jetzt ist der Troll dran. Ich habe eine Kampfleiste. Ich probiere es mal hier. Ne, warte mal. Das hier? Wo hatte ich denn Flipendo? Da. Dieses Lager gefällt mir ganz und gar nicht. Wieso? Wir sind doch bis jetzt gut dabei. Triff einen Troll mit seinem Felsen. Okay. Kann ich den Petrificus Totalussen? Funktioniert das? Nee. Petrificus Totalus. Doch. Witzig, okay. Bumm. Oh, der Boy hat ganz schön Zunder. Aua, da hat er mich umrannt. Ah, den Felsen. Ah, das habe ich schlecht getimt. Ganz schön aus. Aber ich glaube, das habe ich gut gekämpft. Hat mich, glaube ich, nur einmal getroffen. Ja, ich muss mich nur einmal heilen. Ja, Trolle sind ein bisschen leichter. Die sind nicht so... Hier sollte ich mich vielleicht nicht allein vorwagen. Warte mal, ist das hier nicht die Markierung auf der Karte? Dieses Fallgitter? Scheinbar nicht. Ich finde es ja irgendwie witzig, dass er die ganze Zeit kommentiert, ja, vielleicht soll ich hier nicht alleine rumcruisen und dann mache ich es trotzdem alleine. Achso. So ein traurig wirkender Ort. Finde ich nicht. Ich mag die Ruine. Die hat was. Aber ich mag generell Ruinen, muss man auch dazu sagen. Betreten. So, jetzt wird's wild, glaube ich. Oh, ist auch gleich Mitternacht. Ich glaube, wir machen noch die Mission und dann mache ich Feierabend für heute, glaube ich. Revelio. Wir haben ja immerhin wieder gut was geschafft, würde ich behaupten. Also ich mache die Mission noch, gebe die ab. Dann machen wir einmal die übliche Routine und dann machen wir, glaube ich, allmählich Feierabend. Diesen erbärmlichen Menschen hier festzuhalten, ist eine Strafe für uns alle.
Hallo? Du bist zum Sterben hier, was? Komm mal runter da. Hab ich ihn nicht getroffen. Ich treffe ihn nicht. Er steht da oben so beschissen. Komm runter da. Geht doch. Adelaide hatte wohl den richtigen Riecher. Was ist das? Hallo, Homura. Sieht aus wie eine Zwergentür aus Skyrim. Einfach die Dwemer. Eine Dwemer-Tür. Habe ich da Loot gehört? Oh ja. Revelio. Da ist aber auch ein Kobold. Ich verdiene Besseres, als hier Wache zu halten. Wer hätte es gedacht? Ein Anhänger weniger, Renrock. Beende den Kampf zügig. Ja, das ging schnell, würde ich behaupten. Hier komme ich hier hoch. Das heißt, ohne den Anlomora-Zauber wäre ich hier gar nicht reingekommen. Warte mal. Das kann ich nicht runterziehen, oder? Doch. Oh, ich interagiere viel zu wenig mit der Welt. Ja, spring bitte runter. Danke. Da gibt bestimmt noch viel mehr, was ich damit machen könnte. Revelio. Hier scheint auf jeden Fall noch ein größerer Ort zu sein. Da gehe ich erst nochmal rein. Ja, das ist nur noch... ich bin nicht mehr... Doch, ich bin unsichtbar. Okay, ja. Revelio. Vielleicht gehe ich doch unten durch den kleinen Gang. Es scheint ein Geheimpfad zu sein, zu irgendwo. Vielleicht kann ich die dann besser hinterhalten. Hinterbehalten? Ich kann sagen, kletter doch mal bitte da hoch. Nicht angefasst. Aber danke, dass du nicht verdächtigst. Immerhin weiß ich jetzt. Revelio. Ha, schade. Ich dachte, vielleicht gibt es hier irgendwie eine Statue, die mir nochmal eine Seite gibt. Ich habe den Sack aufgemacht. Ich habe den Loot rausgeholt. Eingesperrt lernt er seine Lektion schon. Da bin ich mir sicher. Hier drüben. Mist. Du gehst mal kurz weg. Nervst du mich. Hä? Der portet sich einfach weg. Wofür bin ich jetzt hier rein? Nur für die Gegner? Hier ist nicht meine Kiste. Ach so, ich habe die Sachen im Bücherregal eben schon eingesammelt, ne? Deswegen habe ich sie nicht angegriffen. Okay, da unten ist richtig los. Richtig Party. Zur Party. Eine Kesseltür. Wie geht sie auf? Indem man sie einkesselt. Nichts, das war nichts. Hier ist niemand. Wie unverschämt.
Du bist hier irgendwo. Oh, sie haben mich nicht gesehen. Ihr seid unverschämt. Blind seid ihr, ja. Oh, die kann ich anzünden. Confringo. Revelio. Ich könnte gerade im Stehen einschlafen. Wie kommt... Ich will auch darüber. Was soll das? Ich habe einfach einen Geheimgang geöffnet und darf selber nicht rein. Was ist das für ein Quatsch? Oh. Ach, so eine entspannte Anstellung in Gringotts würde mir gefallen. Den ganzen Tag rumsitzen. Könnte aber wahrscheinlich etwas langweilig werden. Du wärst, kommst du nicht mit einem kleinen Streit klar? Hallo? Oh. Dass der mich da gesehen hat, auch vor allem instant, ist schon ein bisschen frech. Nice. Okay, einmal schön durchgestelft hier. Sind hier noch mehr? Revelio. Ich finde es interessant, dass hier überall so kleine Geheimgänge versteckt sind. Nicht identifizierbarer Gegenstand, Outfit. Okay, ich gehe erstmal nochmal zurück. Da geht's auch weiter. Junge, es sind so viele Wege. So viele Wege. Kann ich von dort? Ach, hier bin ich. Okay. Ja. Die Frage ist nun, wie komme ich wieder darüber und wie öffne ich diese Tür? Wahrscheinlich nicht so einfach. Wait. Ach so, der Geheimgang. Ich komme da nicht mehr rein. Revelio. Ich glaube, ich habe einen Bug entdeckt. Weil wahrscheinlich hätte ich eigentlich auf dieser Plattform stehen müssen. Und jetzt, weil ich die gedreht habe, aber scheinbar nicht drauf stand, komme ich jetzt nicht mehr dahin. Das heißt, ich komme nicht an den Loot da hinten ran. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Oh. Confringo. Auffällig? Das war mit Kesseltür gemeint. Geht die jetzt auf? Oder muss ich noch so einen Kessel finden? Wahrscheinlich muss ich noch einen finden, ne? Ja, da ist noch eine Leitung. Ah, hier ist dieselbe Leitung. Ich glaube, da gehe ich nicht so rein. Vielleicht finde ich noch einen anderen Weg. Revelio. Okay, da ist noch was zum Sammeln. Ich mach das bestimmt.
Hier ist ja auch die Hütte voll. Meine Herren. Ich frage mich, ob Adelaides Onkel da hinten ist. Beleidigung total. Schnell weg. Das war schon wieder ein richtiger Robinson Crusoe. Wie viele Kobolde hier sind. Heftig. Ich habe einfach jetzt schon wieder 25, obwohl ich die eine Challenge gerade erst eingelöst habe. Oh, ich höre die Stimme von dem Onkel, glaube ich. Gefängnistür. Oh. Gibt es hier noch was zu sammeln? Nee, das war's. Okay. Hallo, Mr. Oaks. Ja, ich bin hier. Sie haben meinen Zauberstab. Das Schloss dieser Zelle ist verzaubert. So etwas habe ich schon meine Erfahrungen gemacht, aber ohne Zauberstab kann ich nichts tun, um es zu öffnen. Sie haben eine Tür zum Kesselraum erwähnt. Finden Sie die. Ich muss Mr. Oaks Zauberstab finden. Wo kann er kein sein? Kein Wort verstanden von dem, was er gesagt hat. Weil er viel zu leise geredet hat. Revelio. Okay, also ich muss auf jeden Fall in diesen dicken Raum rein. So wie es aussieht. Und da den Zauberstab finden. Wir bekommen, was man uns schuldet. So oder so. Pergit. Ist auf jeden Fall irgendwo ein Boss-Goblin gerade gespawnt. Kobold, nicht Goblin. Oh, ich hab mich kurz verjagt vor der Tür. Ganz dezent. Sehr gut. Mega-Power-Tränke sind gern gesehen. Davon habe ich gerade viel zu wenig für diesen Bossfight. Ich könnte mir wahrscheinlich Unterstützung holen von dem Onkel, indem ich den Zauberstab hole. Verlangsame einen Attentäter der Anhänger. Schleudere zwei Gegner zugleich mit Depulsor. Das Ding ist, ich will die eigentlich gar nicht schleudern. Ein lästiger Mensch weniger. Hier kommen sie auf jeden Fall nicht alle gleichzeitig hin, wie es aussieht. Da bist du ja. Nevermind. Oha, ich habe vielleicht ein Problem. Ui. Oh, die porten sich einfach zu mir. Nicht so schön. Bring mir ein Dutzend Menschen zum Kämpfen. Wir erledigen ihn alle. Was ist mit ihm? Ach, wenn Gegner gegen Wände donnern, dann kriegen die auch Schaden. Ich lerne gerade so viel Neues über das Spiel. Das ist Pergit, der hier auf mich zuschleicht. Das ist nicht gut. Ich würde gerne irgendwie mich über dieses Geländer
mogeln. Ach, guck mal hier. Mist. Gar nicht gut platziert. Oh Gott, sind das viele. Warum haben die alle ein Schild? Okay, einzeln rauslocken. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Strategie. Oh Gott. Wo kommt der denn her? Wo willst du hin, Kollege? Ich bin hier. Ah, das wollte ich nicht. Nein, nein, nein. Okay, gerade ist irgendwie... Hallo! Es ist gerade ein brutales Input-Delay die ganze Zeit. Das Spiel scheint gerade dezent überfordert zu sein. Wie schnell die diesen Schild wieder bekommen, ist aber auch widerlich. Oh, puh, heieieiei. Zwei Gegner gleichzeitig mit Depulso schleudern. Ich glaube, es ist nur noch Dingens. Okay, das war gemein. Ah, nice. Da hat sich einer einfach zu mir geportet, weil er sich gedacht hat. Die Challenge, die löse ich dir gerne. Hohohoho. Mann! Hat er sich gerade hier rüber geportet? Nee. Irgendwo ist einer. Es sind immer noch so viele. Ja, zwei Gegner gleichzeitig mit Pacificus Totalus, das wird nichts mehr. Dafür sind es hier zu wenig Leute. So, jetzt ist er dran. Und den kann ich bestimmt... Okay, ich habe nicht erwartet, dass ich den one-shotten kann. Nice. Okay. Da liegt noch was. Gut, der Boss war jetzt gar nicht so bossig. Der war der Troll bossiger. Schauen wir mal. Das muss Mr. Oaks Zauberstab sein. Vielleicht kann er sich jetzt befreien. Roland Oaks Zauberstab. Cool, coole Mission. Jetzt... irgendwie nicer gefunden, wenn der Boss ein bisschen mehr aushält. Ich habe gerade mich so hier schön drumrum gemogelt um diesen Riesenfight. Also heißt drumrum gemogelt, aber wisst, was ich meine. Hatte jetzt irgendwie eine andere Erwartungshaltung. Na gut. Kollege, ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Hi. Geschafft. Mein Zauberstab und... Halt. Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen Sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Keine Sorge, Mr. Oaks. Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Adelaide schickt mich.
Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich habe sie belauscht. Könnte ich sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Mr. Oaks. Adelaide hält große Stücke auf Sie. Und ich auf Sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus. Studiert stets meine detaillierten Eulen. Ach, hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab. Wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Sie macht sich gewiss noch viel größere Sorgen. Ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Ach so. Mr. Oaks hatte Glück. Renrocks Haufen hätte ihn nie freigelassen. Einfach disappariert und er lässt mich hier. Was zur Hölle? Oh, reicht's für ein Level-Up? Nee, nicht ganz. Schade. So. Muss ich den noch abgeben? Erscheinungsbilder, Schatz, Schatzkarte, das ist nee, was anderes. Syriona, Statue, Imelda. Nö, muss ich nicht mal abgeben. Sehr gut. Da haben wir auf jeden Fall ein gutes Stück heute was weggearbeitet. Das ist schon mal viel wert. Okay, dann werde ich jetzt einmal nach Hogsmeade. Karte geht hier nicht. Ach, ich muss mich erst wieder rausarbeiten. Einmal nach Hogsmeade die Sachen verkaufen. Einmal in den Raum der Wünsche. Neue Sachen angucken. Und dann haben wir es, glaube ich, für heute. Gut was geschafft. Trotz langer Einspielphase und kurzer Raid-Unterbrechung. Ui. Ah, okay. Ach, das war's schon. Schön. So, jetzt kann ich mich doch bestimmt teleportieren, oder? Ja, sehr gut. Was habe ich gesagt? Erst nach Hogsmeade, ne? Ja, nee. So. Ach, diese eine Fliege, die Katzen vorhin gejagt haben, die fliegt hier immer noch die ganze Zeit rum. Ist ein bisschen nervig. Die Katzen hätten sich ruhig mal Mühe geben sollen. Mühe geben können. Du machst dir viel zu viele Sorgen. Niemand schaut dich an. Einfach rausgedrängt. Warum hast du mir noch ein paar gekauft? Wenn Sie Schokofrösche gegessen haben, fassen Sie bitte nichts an. Sei froh, dass du Socken hast. Ich trage lieber keine Socken, als so zu tanzen. Du tanzt doch nicht. Du trainierst. Papa? Das ist wieder viel Kram dabei, den wir sowieso nicht brauchen. Von wegen. Dramatisch, genau wie dein Papa. Man könnte meinen, du hättest dein Gebrechen. Es ist so ein Punkt im Spiel, wenn man den erreicht hat, hat man echt so gut wie keine Geldsorgen mehr. Ich habe jetzt einfach fast 11.000 und dabei habe ich vorhin noch so ein bisschen gereskillt. Fast 12.000 meine ich. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Oh, ich habe den Demigeist hier noch gar nicht eingesammelt. Diese Frau würde alles sagen, um keinen Knut auszugeben. Mega. Gut, dass ich kurz darüber geschaut habe. Wartet mal, wie viele habe ich jetzt? Ich habe 6 Demigeist-Monde. 9 brauche ich. Das heißt, ich brauche nur noch 3. Dann habe ich schon Alohomora Nummer 2. Nee, Alohomora 2 habe ich ja schon. Nee, warte mal. Habe ich Alohomora 2 schon? Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Gegner, Gegner, Gegner. Neuer
Designs. Ich bin halt auch so jemand, ich kann es nicht leiden, oh, wie viele man davon noch finden kann. Ach, du liebe Zeit. Ich kann es nicht leiden, wenn ich überall Ausrufezeichen habe. Ich muss das dann immer irgendwie wegklicken. Sonst werde ich wahnsinnig. So. Und hier. Ach, das sind die Buchseiten, die wir heute gesammelt haben. Und beim letzten Mal, diesmal und letztes Mal. Okay. Schon wieder Sammlung? Oh, Junge. Okay. Egal. Sobald man irgendwas einsammelt. Habe ich es gerade richtig gesehen, dass ich noch 5 Seiten in Hogsmeade habe, die ich noch nicht freigeschalten habe? Oh. Wollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Drei Upgrades. Protego. Nice. Sind das wenigstens gute Upgrades? Nochmal 13 Schaden mehr. Reduzierter Schaden durch Spinnen. Das ist natürlich auch super. Ah, kann ich noch nicht anlegen. Ärgerlich. Reduzierter Schaden durch Trolle. Der Drachenlangmantel. Okay. Dafür fehlt mir nichts mehr. Ich bin ja quasi schon. auf dem Level. Oh Mann. Kann ich nicht noch schnell irgendwo. Wo kriege ich jetzt noch auf die Schnelle ein paar EP her? Ich muss eigentlich nur eine Buchseite oder so finden. Diptam. Ich habe zu wenig Diptam. Ich kann das auch nicht, ja? Das mit den Ausrufezeichen kann ich verstehen. Hogsmeade. In Hogsmeade habe ich noch 34 Seiten, die ich entdecken kann. Wie sieht das auf der Welt? Wo? Auf der Welt gibt es ja auch überall. Wo kann ich das denn sehen? Hier? Hier habe ich alle. Cool, das wird einem angezeigt. Okay, das ist aber nice. Guck mal, hier gibt es Schatztruhen, eine Handbuchseite, eine Demigeist-Statue. Los, dann gehen wir hier noch kurz hin. Das will ich jetzt noch so als Finish. Wo war das? Bekommt man nicht bei Merlin-Prüfung auch EP? Das ist gut möglich. Das weiß ich gerade nicht genau. Dafür habe ich zu lange keine gemacht. Wo war das denn jetzt? Ich will zu dem anderen Ort. Da drüben? Da ist irgendein Totenschädel. Okay. Da will ich hin. Man kann sich natürlich auch einfach eine Markierung machen. Macht so vieles leichter. Das passt doch ganz gut. Da kann ich mir hier noch den Flohpulverpunkt holen. Kann mir die Truhen holen. War ich noch nicht. Ist doch super. Kann ich direkt wieder ein paar Häuser einbrechen. Kann den Demigeist einsacken. Hoffentlich. Das ist ja immer die Sache. Manchmal sind sie ja auch hinter
Locations versteckt, wo man einfach nicht reinkommt, weil einem noch die anderen Demigods vorher fehlen. Das müsste reichen für ein Level-Up, oder? Immer noch nicht. Das ist aber schon ein bisschen frech. So, wo ist der Demigeis? Hier ist er nicht. Ja, sonst mache ich die Merlin-Prüfung da oben. Oder die Ballons da. Oh Gott. Was habe ich jetzt davon, dass ich das runtergeschmissen habe? Das bringt mir doch gar nicht. Wo ist der Demigeis? Da drüben? Bei dem Fliegenpilzmärchen musste ich als Kind. Wer braucht Schlüssel, wenn man Alohomora kann? Schlossstufe 3. Okay, dann ist er hier safe nicht drin. Auch wenn man Lumos kennt, kann man die Glocke. Hä? Wo ist hier der Demigeis versteckt? Rebellion. Ist hier irgendwo noch ein Gebäude? Ha, verrückt. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Da drüben ist noch ein Gebäude. Vielleicht da. Ach, noch einmal jung sein. Ah, da oben ist er doch, oder? Ich glaube, das ist er. Was haben wir denn hier? Ein Demigeis. Jawohl. Wenn er es schon sagt, dann wird es hier auch irgendwo sein. Hä? Ah, da bist du doch. Okay, einmal kurz warten. Mit R3, genau. Du gehörst mir, Demigeis. Ich will gar nicht aufhören. Ich bin gerade wieder so im Flow. So. Merlin-Quest. Die war noch da. Da ist ja noch ein Flow-Pulver. Ach nee, ich habe es noch gar nicht aktiviert. Schön, dass Sie den Weg nach Pit-Opern fortgefunden haben. Ein hübscher Ort. Selbst mit dem Sumpfkrattler-Problem. So, wo sind die Ballons? Ich habe doch eben Ballons gesehen. Ach, da. Direkt über mir. Ich wollte den neuen Besen noch ausprobieren, fällt mir da gerade so ein. So, jetzt aber. Bingo! Ein schönes Level-Up zum Abschluss. Genau, das hier löst eine Schockwelle aus. Das nehmen wir auch noch mit. Guck mal, da habe ich zwei Trees schon fast ausgelevelt. Was ist eigentlich das Max-Level? 10, 20, 36, 40, 48 ist das Max-Level. Zumindest von den Skill-Punkten her. Krass. Das heißt, wir sind jetzt quasi knapp über die Hälfte. Ach nee, das mache ich jetzt nicht. Das stresst mich jetzt zu sehr. So, jetzt kann ich nämlich noch den... Was war denn das? Den Mantel, ne? Ja. Gut. Und jetzt nochmal das Design wiederherstellen, was ich eben hatte. Es war ohne Mantel. Und das Outfit... Oha. Hier ist der Bademantel.
Warum sollte ich so rumlaufen? Das finde ich aber auch schick hier. Das rote Hemd. Damit bin ich schon mal eine Zeit lang rumgelaufen, kann das sein? Ja, ein paar Sachen sind schon cool. Muss ich zugeben. What is... Aristokratisches Ensemble? Nee, keltisches Gewand ist das. Nee, ich mag mein Pseudo-Assassinen-Outfit. Das ist schon ganz cool. Hier ist noch was neu. Achso, ja, hier Kram. Ist auch nur Kram. Ich wollte mal gucken, ob es eine coole neue Brille gibt, aber irgendwie... Ja, was ist denn... Ja. Ich weiß, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Ich finde so die Brillen und so... Finde ich irgendwie alle nicht nice. Die sind zwar teilweise witzig, aber so richtig haut mich da nichts um. Und das sage ich als Brillenträger. Okay. Einstellungen. Spiel speichern. 20 Stunden. Verrückt. Zurück zum Hauptmenü.